Yitschi, Leute, weiter geht's mit Janas Sister Twisted Dreams und wir sind im tickenden Leuchtturm. Und irgendwie muss ich da in der Kombi, wie das jetzt so funktioniert. Das Problem an der ganzen Schose ist ja halt, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu sehr rankomme, sonst bin ich tot. So. Ich darf auch nichts berühren, diesen Zustand, sonst bin ich wirklich tot. Und Diana darf auf keinen Fall... Ja. Oh, ich hab's doch geschafft. Ja, ich will die Juwelen. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht tot gehe, sonst darf ich wieder da unten hinfangen, wo die ganzen Pseudo-Kuckucksklaner sind. Und ihr wisst ja, die sind nicht gerade nett. Juhu, hallo! Also, ich bin in der Galerie. Ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Nee. Da war der tot. Vorsichtig, mach kein Blödsinn, Mädel. So, ja. Puh. Ich muss aufpassen, dass wir schon hier diese komischen Geister sind. Wir hatten diese Kuckucksjana gehabt. Dann werden auch irgendwann auch die Geister wieder auftauchen. So sagen und ja. Yeah, das sind nicht Janas besten Freunde. Lassen wir noch ein bisschen rein. So. So. Ja, da können wir weiter. Schon wieder Säure. Okay. Ah, so, weil die so ein kleiner Zick ist. So. Wie eine Flipperkugel, was Leute? Mit dir. Ich weiß nicht, ob es Punkte gibt, wenn man die erledigt. Ich weiß es nicht und interessiert mich ehrlich gesagt nicht. Ich bin nicht so cool. Punkte geil. Ach, das Spielchen wieder. Ah. Was man so kleinen Mädchen antun. Und das bin ich jetzt hier. Typ da. Ach so. Ach, das ist doch nicht Gianna. Ich dachte echt zuerst, das wäre Gianna gewesen, Leute. Wie. So war ich die blonden Haare gesehen und das. Ja, das blaue Kleid. Aber ich jetzt sehe, das ist nicht Gianna, weil Giannas Kleid sieht ein bisschen anders. Seht ihr? Das ist schlichter. Das sieht ein bisschen leicht kuschiger. Vielleicht soll das Alice darstellen, also Alice im Wunderland. Hm? Wieso? Wieso sind die Platten durchsichtig? Ich sag bloß, ich kann ja nicht drauf. Als von Gianna, keine Ahnung. Okay. Aber wer ist dieser komische Typ da? So eine Schönheit ist er echt nicht. Oder die optikischen Spitzhoren. Also heißt es, er ist böse. Das sieht irgendwie nach einem... ja. Das sieht gut aus, tatsächlich. Ha. Ich wusste doch, dass die Geister noch hier antanzen.
Ich wusste es. Nicht jetzt eigentlich. Ups. Das sieht aus, als wäre da noch was. Und wie ich sehe, habe ich schon jede Menge. Ja, ich habe jede Menge an Kristallen. Guck mal, das ganz bekloppt ist. Oh, nö. Wo, ihr? Ja. Na super. Die gibt's wohl immer gratis, was? Ernsthaft? Oh man. Diese Bettvorleger finde ich echt gruselig, wenn ich mal so sagen darf. Hier weiter? Nee, das sieht nur so aus. Aber jetzt komme ich jetzt wenigstens besser voran. Ich bin wirklich mit Erstaunen warm geworden. Nur mal lieber. Oh, da war auch ein Speicherpunkt. Och nö, ich muss. Scheiße, ich muss jetzt aufpassen. Nein, ich komme wieder ein Gespenst! Wow, das ist so gruselig. Oh. Oh. Ach du Schande, das ist die Schose. Mucke, wie werde ich es hinkriegen? Na bitte, ich hab's hingekriegt. Warum fliegt da wieder so ein komischer Gar. Nee, ist ja kein Gabel drin. Aha. Wow, ich hab's geschafft, Leute. Ich schätze, da weiter. Rechts wäre wohl ein Ziel gewesen. 21. Und so entwickelt sich das ein, Leute. Phew. Das wird eine Schneiderei. Aber ich habe ja ein. Das besitzt. Schießbecherküste. Oh, wir gehen jetzt am Strand. Oh, da will ich auch mal wieder rein. Frische Seele bestimmt und so. Aber ich glaube, das wird kein so schöner Spaziergang. Tja, das war's mit Gia. Das ist der Twisted Dreams. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin übrigens Pauli Sadie, falls ich mir vergessen habe, mich vorzustellen. Und ich wieder Grüße mache. Entschuldigung. Also, see ya!